Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, würde ich sagen. Ihr seid ja bei uns gelandet. Ich bei Ahnungslos TV. Wir sind hier bei Star Trek Online natürlich wieder. Wir sind immer noch mit unserer USS Ahnungslos unterwegs im Konkra-Sektor. Und zwar wollen wir in den Konkra-Nebel zum bewohnten Planeten. Und zwar zu der Quest Schall und Rausch. Das ist, glaube ich, wurde vorläufige Scans auf einem bewohnten Planet im Gebiet des Nebels sind. Wir gucken, was uns hier erwartet. Wir beginnen das jetzt hier mit Schall und Rauch und ja, gucken, was uns jetzt hier erwartet. I'm reading a group of starships out there. They're armed, shielded and combat capable. Let's hope they're not hostile as well. As the ranking officer here, I believe you should be the first to initiate contact. Danke. Öffnen Sie eine Großfrequenz. Eine Antwort. Nach Nebel nach Interferenzen scannen. Ein Versuch ist es wert. Fahren Sie fort. Noch keine Antwort. Der Universalübersetzer aktiv. Roter Alarm. Manövrierunfähig schießen. Und die nächsten Schiffe. Ach, die sind uns ja aber sowas von unterlegen. Ah, jetzt wollen sie mit uns reden. Na, was für ein Wunder. Alien Vessels, this is Prime Minister Tulamon of the Kentari Union. I've ordered our forces to cease hostilities and ask you to do the same. Hier spricht Admiral Nerd von der USS Ahnungslos. Ich hoffe, Sie haben eine gute Erklärung parat, Premierministerin. There's been a grave misunderstanding. It is customary for us to discuss such grievances in person. Will you accept my invitation to parlay? Ja, übermitteln Sie uns die Koordinaten des Treffpunkts. Nerd Ende. The Kentari. They survived. Somehow they managed to survive the devastation of Kentar and make it here. Incredible. Historically, Kentari were quick to distrust and attack. It would seem that hasn't changed. We should be cautious. Despite that, I am ready to transport when you are. Runter. Natürlich. Nein, wir nehmen Det. Det ist toll. Wollen wir nochmal zum Standard-Außenteam modeln. The Kentari destroyed one world with their toxic ways, and it seems they're well on their way to destroy another. Unbelievable. This Prime Minister has much to answer for. Where is she, by the way? And why are we meeting on the street? Ich habe mich dasselbe gefragt. Nachricht von der Kentari, Admiral. Und es anscheinend waren die Koordinaten, die sie uns gegeben haben, fehlerhaft. Was ihre momentane Situation erklärt. Ich sende Ihnen nun die korrekte Koordinaten für das Hauptgebäude der Kentari. Sollen wir sie dorthin beamen? Negativ. Wir sind bereits ganz in der Nähe und werden zu Fuß gehen. Na, sowas. Generell extrem toxische Werte in den Lungen des oha, wir haben auch einen Debuff. Das sind ja richtige Slums hier. Je weiter man hochkommt, desto besser ist bestimmt die Luft. Und da wohnt dann nachher die High Society. Öffnung, hier ist eine Öffnung. Hier sollen wir den Öffnungsscan. Ach, da oben. The doors here have built-in filtration systems. Aha.
machine off to the side. Some sort of miniature store. Stimmt, ein Kohleautomat oder so. Atemhilfe. People poison the air here and charge others. Does that fluid look off to you? Tropfenflüssigkeit oder so. Ha. Sogehaltige Flüssigkeiten. Krass. Ist schon ein krasses Ding. Wir gehen aus dem Kampf raus. Ah, krasse Geschichte hier. Kommen wir nicht weiter. There are still heat signatures on this junk. It was placed here recently. Wie kommen wir jetzt hier durch? Oh! Ja, ja, leider nichts gegen mich. Komm, schmeiß die Paradox-Bombe in den Gruppe. Brauche ich nicht mehr. So. Still burns in the hearts of some Kentauri, along with violent xenophobia. Hopefully their leadership is of a more diplomatic nature. Stimme zu, wir sollten weiter. Okay, dann Bombeplatz. Ah, jetzt machen wir hier eine Bombe und machen hier Bombe oder was? So einfach macht man das. Haben wir hier? Nur einige wenige Seiten erregen kein Ihr Interesse. Welche Seite müssen Sie lesen? Wirtschaftsseite. The Capitol Building is a short distance from here. Natürlich, einfach weiter die Gebäude nach oben bauen. Völlig egal, was hier unten im Dreck in den Slums passiert. What? Another attack? Oh ja, kommt alle her. Der medizinische Generator muss weg. Sind da noch einige? Ja, also auch ganz viele hier. Ah, ich glaube, die schon uns wirklich so eine kleine Erklärung hier. Ah. Wer weiß, was sehen auf der Seele brennt hier, warum das so ist. Far cry from the smog and squalor we just left, isn't it? Welcome to New Kentaur. I must apologize for the unfortunate incidents that have taken place. You have arrived during a period of social unrest for our people. Das würde die wiederholten Angriffe erklären. I'm afraid so. The decline of our world has split the Kentauri into two factions. The reformists, like myself, who wish to gradually change our way of life for the better, and the traditionalists who cling tightly to the old ways and all of the destruction that comes with them. The Kentauri who attacked you were traditionalist soldiers. They see you, and especially the Lucari, as a threat to their existence. Warum sehen sie in uns und den Lucari eine Gefahr? It's simple. Your kind are well-armed
more dangerous than ever. The troubling part is they may be right about all of you. Eine derartige Xenophobie ist nicht gerechtfertigt. Minister Pentaro is in charge of planetary security. It's his job to evaluate all potential threats, foreign and domestic. The idea of working with aliens, with Lucari, will be controversial. That said, our situation is deteriorating. I'm willing to open a dialogue with outside parties. Such a dialogue will be monitored, however, in the interest of planetary security. Your suspicion is misplaced, Minister. We had nothing to do with all this. You're not wrong, Captain. And we realize the need to do something about it. The privileged few are safe above the pollution, but they live on borrowed time. Ecosystems across the planet are failing. We can no longer afford to... Prime Minister, do you think it's prudent to discuss such matters with these outsiders? Zinkierte Kriegsschiffe nähern sich mit hoher Geschwindigkeit dem Mond des Planeten an. Die Streitkräfte der Kentare fliegen auf eine Anfangsposition, doch sie sind ihnen stark unterlegen. Gehen Sie auf Foto Alarm, wir werden eingreifen. Okay, machen wir. One band of aliens arrives with words of peace, while another arrives bearing the sword of war. How convenient. Coincidence? Or a cunning ruse to weaken our defenses and lower our guard. Die Zenkiti sind nicht unsere Verbündeten, wovon sie sich schon bald selbst überzeugen können. I believe you. Our moon is home to our agricultural sites and thousands of Kentari workers. Your help protecting it will be welcomed by my government. The sooner you can begin, the better. Okay, machen wir. Dann beamen wir uns mal hoch wieder. Warte, okay, jetzt sind wir wieder da. Gut. Bevor wir uns aber mit den Zenkiti anlegen, die können ja noch ein bisschen rumspielen, wir kommen da gleich an, werden wir diese Folge hier beenden und sagen wir einfach mal so, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann könnt ihr auch schauen, ob wir da natürlich die Zenkiti besiegen können oder nicht. Ich glaube schon, wir sind doch eigentlich ganz gut dabei. Also schaltet auch gerne in der nächsten Folge wieder ein. Wenn ihr wollt, dürft ihr natürlich auch ein Like da lassen und auch unseren Kanal abonnieren. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und auf Wiedersehen.